Ey, Senpai! Notice me! Notice me, Senpai! Notice me, Senpai! Hey, was willst du? Where'd you find this? Der Bug müsste eigentlich aufhören bei deinem ersten Schuss oder ein, oder ansonsten obligatorisch Waffen wechseln, hilft immer. Ja. Ich hasse es, wenn du einfach nur hörst, wie die Kugeln neben dir einschlagen, aber du kannst einfach die Position vom Gegner nicht ausmachen. Und du lebst ständig in Angst. Reich. Defibrillator Ribbon. Yay. Ich hoffe, man wird hier auf diesem Server nicht für Battle Pickup Waffen gekillt. Keine Ahnung. Probier's. Ich hab mir mal die Usas genommen. Ah, ich bin sowieso tot. Immer von H8 das Game. Regt mich auf. Mach was. Russian Army gave up Sniper Slot. Sniper Slot. Schnell, ich muss einen Sniper Kill machen. Oh, die Runde ist ja gleich zu Ende. Oh. Komm jetzt sofort wieder her. Alter. Ich sollte keinen Schalldämpfer benutzen auf einer Sniper. Yay, revived. Leute, hier steht, ich wurde gekillt fürs wegen Sniper Limit. Hm. Stimmt aber gar nicht. Ich lebe noch. Aber hey, ich habe gerade leer. Ich habe das Spiel mit ich habe das Spiel hier für mich abgeschlossen mit einem Dreifach Feed. Ich habe 3-10. Könnte man sogar für ein Edit verwenden. Ja, oder mach doch. Wupp, 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 wupp. Eine Runde nehme ich noch auf. Und dann muss ich gucken, dass ich irgendwie was zwischen die Zähne bekomme, Alter. Ich hätte eine lange Schnitzel in der Hose, dass du essen könntest. Fick dich. Alter, ich, weißt du, ich habe so einen Hunger auf Fleisch. Ich hab ein Porterhouse-Steak. Hä? Willst du haben? Ich hab ein Porterhouse-Steak. Willst du haben? Schmeiß rüber. Werf durchs Mikro. Wenn muss ich mitkommen. Captain Nivo, wir sinken erneut. Storm auf Paracel. Ist immer lustig, wenn du im Geografieunterricht nichts Besseres zu tun hast, als den Atlas zu durchblättern und erstmal die ganzen Locations findest, ne? Weißt du, wir waren ja gerade irgendwie bei Asien oder so und hast sie nicht gesehen. Ich schlag so den Atlas auf, die Lehrerin labert und labert, interessiert ja eh keinen. Und ich guck so rein, oh, da sind die Paracel-Inseln. Und dann war es das mit meiner Konzentration für die heutige Stunde. Ja. Ich weiß nicht, sollte ich noch weiter snipen hier? Oder nehme ich. Jetzt Schrotflinten. Weil ich hätte auch drüber nachgedacht, mir jetzt eine Dingensens CQB-Waffe zu holen. Also eine, zum Beispiel dachte ich an eine UMP-45 oder die EMTA. Und so die hohe Feuerrate auszunutzen. Aber dann dachte ich mir, dann kommen wieder die ganzen Sniper, die du nicht los wirst. Ah. Abwägen müsste man und ich
probiere erstmal mein Glück hier mit der Recon. Erstmal hier abscouten. Aber ich glaube, von hier aus treffe ich auch gar nichts. Wir haben den ersten Feind ausgeschaltet. Bam. Ich habe einen Sniper-Slot der chinesischen Armee. Okay. Jetzt habe ich Junge auf Nudeln. Ich hätte eine lange Nudel. Ah. Oh. Naja, Nudeln sind sehr dünn. Na, nicht immer. Komm, komm, bleib stehen, dann kann ich dich messern. Zack. Aus nächster Nähe mit Schrot nicht treffe. Er ist 2 Meter vor mir. Oh, jetzt beginnt der Kacksturm hier. Ja, der ist ja zum Glück nicht so schlimm wie der Sandsturm auf. Ja, der hier sieht immer noch hübsch aus. Das ganze Game sieht besser aus als Hardline. Ist ja auch so. Mir geht dieser Comic-Stil schon seit BO1 auf den Sack. Weißt du, es gibt Spiele, die können einen Comic-Look oder einen Cell-Shading-Look abziehen. Zum Beispiel Borderlands. 13. Generell gibt es sehr viele Spiele, die einen Cartoon-Look machen können. Aber Battlefield und Call of Duty gehören eigentlich nicht dazu in meinen Augen. Und auch ein cooles Game. Es war auch im Jahr 2005, aber... Was für ein geiles Game? 13. Ah ja, 13. Das habe ich mir irgendwann mal geholt. Problem war einfach nur... ich muss irgendwie noch gucken, das ein bisschen zum Laufen zu bringen, weil es einfach... vielleicht muss ich einen Patch oder so finden, weil die Steuerung hat sich einfach nicht... musst du mal bei Alter 4 gehen. Ich habe das Tutorial schon verwendet. Das Problem war einfach, es hat... Mit der Bildschirmauflösung hat die Maus-Sensitivity stets und ständig verrückt gespielt. Ich konnte es nicht auf Full HD packen. Aber das Spiel an sich, ich hab ja schon ziemlich weit reingezockt, ist einfach nur geil. Das ist auch ein schönes Spiel. Aber leider nicht als Download erhältlich. Ich habe irgendwo die CD rumliegen. Nö, ich meine, das Game kostet nicht die Welt, ne? Ja, es war wirklich, ist wirklich verdammt günstig. Und durch den Comic-Look ist es grafisch einfach mal zeitlos. Ey, Senpai! Notice me! Notice me, Senpai! Notice me, Senpai! Hey, was willst du? Ich habe gerade jemanden über die halbe Map verfolgt, um ihn zu messern. Und plötzlich hat ein Sniper ihn vor mir geholt. Es sah so geil aus. Ich glaube, das packe ich vor das Video, vor das Intro so. Ja, du hast einen. Das neue Swag-Intro, was mir Raphael gemacht hat. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Verwende ich erst seit ganz kurzem also. Ich habe die Videos von heute noch nicht geguckt, also. Ich bezweifle da auch, dass sich das Battlefront-Video interessiert, aber ich meine so, du hast ja recht wenig zu tun und du liebst meine Videos. Tue ich das? Ja. Hallo, ich warte immer noch auf die 200 Euro auf den Vertrag, wenn ich mir jedes Video angucke. Schalt das ab, schalt das ab! Ihr was? Oh, ich hasse es, wenn Counter-Knife nicht funktioniert. Ah, du bist TÜV. Ja, hab Mitleid mit mir. Ich brauch das. Dir doch nicht. Ich geil mich daran so auf wie du an meinen Videos. Ich weiß doch, du sitzt doch jetzt schon wieder, weil du in der Aufnahme mit dabei sein darfst. Sitzt du doch schon da mit einer Hand in der Hose, deshalb ist deine KD auch so kacke. Leck mich, Arschloch. Es ist viel zu kalt in meinem Zimmer, dass ich meine Hand in der Hose hab. Ach so, ist schon. Zieht sich also so krass bei dir. Leck mich. Meine Strafe kam, ich habe meinen Feed nicht machen können. Karma ist gut zu mir. Karma ist eine Bitch.
schon immer gewesen. Ja, ich sag. Echo 2 hat's angefangen. Oh ja. Und da wären wir wieder bei dem tollen Gespräch, was wir am Samstag hatten mit den Engines von Call of Duty. Ja. Ah, das war aber auch echt interessant. EWN 1.0 Engine für Call of Duty 1, EWN 2.0 für COD 2, dann und für Call of Duty 3 glaube ich auch, und dann die 3.0 für Call of Duty 4, was aber auch modifiziert verwendet wurde für Black Ops 1 und Black Ops 2 und eine bessere Engine für irgendwie 2 und 3 und Ghosts und der ganze Next-Gen-Scheiß verwendet ja dann eh irgendwas Neues, was trotzdem absolut scheiße läuft. Aber auf Frostbite würden die ja nicht umsteigen, das ist ja die Konkurrent. Und Unreal Engine, was voll effizient läuft, würde einfach nicht passen. Ich glaube, er hat mich revived, ich vergebe ihm. Da hatte mein Finger schon auf dem P und dann doch nicht. If support gave out armor, that'd be great. Ich habe gerade diesen Meme im Kopf. Er hat auf, mich im Visier zu haben. Die QBS 09 Schrotflinte ist hier auf der Map eigentlich ganz gut. Okay. Okay. Ich habe gerade diesen Animationsbug mit dem DP gehabt. Was? Ja, push. Nö, der hat die ganze Zeit gerieben. Das war ein Gegner sogar. Cool. Ganz ehrlich, snipen hier ist so geil. Ja, ich war Last Kill. Hab den Last Kill gemacht, sogar die letzten zwei. Badam bam badam bam. Badam bam badam bam. Ich steh schon wieder auf meinen Kopfhörern. Das ist perfekt zu der Black Ops 3 Seite, die ich ja mithoste. So ein Bild von einem Bürostuhl mit Rollen. Oh, du hast $300 für dein Headset bezahlt. Wie süß. Hey, Dritter. Erster. Und damit beende ich die Aufnahme für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Checkt unbedingt den Sascha aus, der ist ein echt cooler Dude. Und bis dann. Ich mal was hochlade. Ja, haut da rein. Hakuna Matata.